Sie ist ein Klassiker der Musikgeschichte. Unverwüstlich, formschön und für Puristen nur mit Hintergrundknistern auch wirklich echt. Die Schallplatte. In Leipzig kann man sich schon seit 10 Jahren sein eigenes Vinyl pressen lassen. Bei Randmusik in Reutnitz. Unsere Ursprünge liegen eigentlich so ein bisschen in der Nachwende, Aufbruch, aufstrebenden Welle der elektronischen Tanzmusik, Techno, die wir halt in vollen Zügen seinerzeit mitgenommen haben. Auch wenn CDs und MP3s der Schallplatte den Rang abgelaufen haben, so werden in Deutschland noch einige 100.000 Vinylscheiben pro Jahr produziert. Tendenz wieder leicht steigend. Viele der Platten kaufen bekannte DJs. Und so schaut bei Randmusik hin und wieder auch mal ein Großer der Szene vorbei. Eigentlich unser größter Auftrag war Ricardo Villalobos, ein Dreifachalbum. Das war halt ein Auftrag, der hat uns hier eine gute Woche ausgelastet, komplett. Dass eine Schallplatte heutzutage nicht mehr aus Schellack besteht, sondern aus Vinyl, das weiß jeder. Doch wie werden die Scheiben eigentlich hergestellt? Los geht die Produktion im Tonstudio bei Tom Hauenstein. Die Musik lade ich mir in den Rechner ein. Die wird angepasst auf Vinyltauglichkeit, dass der Schnitt hier hinten funktioniert, ohne dass auf der fertigen Platte irgendwelche Verzerrungen oder irgendwelche Fehler entstehen, ganz einfach. Weiter geht's im Presswerk. Hier werden mit der Mutterplatte aus dem Tonstudio nun je nach Auflage mehrere tausend Schallplatten gepresst. Schließlich werden die Schallplatten bei Randmusik auch bedruckt und eingepackt. Von da an gehen sie in alle Welt. Die Kunden sind bei uns jetzt größtenteils aus dem Elektrobereich, also House, Techno, Hip-Hop, aber auch Rock, eigentlich im Endeffekt jede Sparte jetzt, Klassik, nicht so viel. Und die Kunden sind aber auch weltweit, Japan, USA bis Russland, alles vertreten eigentlich, aber natürlich der größte Teil deutschlandweit. Als Beispiel 300 Stück. Mit einem normalen Cover, jetzt ohne riesige Zusätze, ist man schon bei 1000 Euro gut, würde ich sagen. Für Schallplatten wird also immer noch ein stolzer Preis verlangt. Dafür bekommen die Liebhaber ein echtes Stück Vinyl. Made in Leipzig.